Wunderschönen guten Tag. Wir wollen, nachdem wir etwas über die von Neumann Architektur gehört haben, einen kleinen Mikroprozessor kennenlernen, gell? Wir haben gesagt, Mikroprozessoren sind Prozessoren, die auf einem IC Platz haben. Und die Mikroprozessoren sind heute oft viel komplizierter, aber wir haben aus den 70er Jahren sehr, sehr interessante, kleine, einfache Mikroprozessoren, von denen heute Nachfolger immer noch gebaut werden. Also ist unser Mikroprozessor, den wir in unseren PCs verwenden, der geht so eben zurück auf diese Intel 8086er Familie, die sehr, sehr, sehr weiterentwickelt worden ist. Es gibt aber nicht nur diese Intel-Reihe, sondern es gibt ganz andere Prozessoren und einer ist der Zilog Z80. Der Zilog Z80 ist im Jahr 1976 auf den Markt gebracht worden und so schaut der Zilog Z80 aus, gell? Also ist ja relativ klein, gell? Und davon hat es dann verschiedene Varianten gegeben, gell? Also den Original-Zilog, gell? Oder auch in weißer Keramikbauweise, gell? Und das, was interessant war, ja, mal schauen, ob es hier auch liegt. Also ja, okay, solche Bauformen sind dann spätere Formen, gell? Und es gibt auch, genau, hier haben wir es. Also das ist ein Klon, gell, und zwar ein Sowjet-Klon. Okay, also dieser Z80, der war so dokumentiert und so verbreitet, gell, dass es möglich war, für jemanden, der etwas Technologie zur Verfügung gehabt hat, ein Klon davon zu entwickeln, gell? Und das haben die Sowjets gemacht, gell? Weil ganz legal, nur legal, also so, es hat ein Technologieembargo der USA gegeben und dann haben sie keine kaufen können, gell? Und ja, das war in der Sowjetunion so, ja, da ist das andere nicht, da hat es auch einen DDR-Klon gegeben, also einen ostdeutschen Z80, gell? Das hat es auch gegeben und dann hat es Lizenzbauten geben, gell? Also es hat Betriebe gegeben, die den Z80 auf Lizenz produziert haben und eines war eben NEC, gell? Also das war der Z80 von NEC, gell? Also in Japan. Wie schaut denn das aus, gell? Also 1976 haben sie begonnen, den zu bauen, gell? Es war eigentlich sehr, sehr interessanter Prozessor, Mikroprozessor und ja, er wurde in allen möglichen Anwendungen eingesetzt, gell? Also das war ja die Zeit der Vielfalt von Personal Computers, gell? Und es gibt oder es hat Personal Computer in verschiedenen Varianten gegeben und einige davon haben diesen Z80 eingesetzt, gell? Weil er einfach war, weil er gut zu programmieren war und gleichzeitig auch günstig, gell? Aber eben bei IBM, die haben sich für den Intel 8086 entschieden, gell? Der war etwas moderner und somit haben wir heute alles Intel, gell? Hätte damals die IBM vielleicht entschieden, so wie auch andere der PCs gebaut hat, wir nehmen den Zilog, dann dann wäre es heute vielleicht so, dass wir eine Familie von Zilog-Mikroprozessoren gehabt hätten, die wir dann einsetzen würden. Gell? Ja, dieser Z80, gell, also ich habe jetzt mal gesucht, gell, man findet immer noch welchen zu kaufen. Gell? Und es gibt einen Nachfolger, wenn wir so wollen, das ist der EZ80 in seinen verschiedensten Varianten. Gell? Also wenn man da schaut, gell, also da gibt es alles Mögliche zu diesem Z80 Nachfolger. Gell? Und ich weiß nicht, wie erfolgreich die jetzt damit sind, gell? Aber diese Geräte sind irgendwo
Bauteile, die man dann einsetzt, um irgendwelche Anwendungen damit zu machen. Gell? Also nicht Anwendung im Sinne des Programms, sondern Anwendung im Sinne von irgendwelchen ja, technischen Entwicklungen, von irgendwelchen Geräten dann. Gell? Jo, also da, wenn man schaut, da gibt es dann auch auf die verschiedensten Wikipedia dann auch andere zusätzliche Informationen, gell? Und auch etwas ja, Kurioses zum Nachlesen, gell? Also da haben wir verschiedenste Varianten davon, die es gegeben hat, gell? Und ja, eine Kuriosität der Gründer des Unternehmens Zilog, gell? Das war ein Italiener, gell? Also er hat diese Zilog gegründet und er hat diese Zilog dann auch ja, zum Erfolg geführt, gell? Also es war eben, wenn man nachliest, dann steht es, dieser Z80 war der erfolgreichste 8-Bit-Mikroprozessor, gell? Oder wenn man es absolut nimmt, sagt auch jemand, es war der erfolgreichste Mikroprozessor aller Zeiten, gell? Also ja, es stimmt einmal auf jeden Fall, dass dieser Mikroprozessor, gell, für eine Ewigkeit gebaut worden ist, gell? Und dass er in wirklich in sehr, sehr vielen Geräten eingesetzt worden ist, gell? Also das hat jetzt nicht nur die Ursache darin, dass es der Beste war, gell, sondern er war vor allem einfach, gell? Und viele Leute haben irgendwann mal mit seinem solchen Gerät, mit solchem Mikroprozessor gearbeitet, gell? Und er ist irgendwann einfach günstig gewesen, gell? Und das sind dann viele Jahre gewesen, wo man einfach, naja, für ein Cappuccino und ein Brioche hat man sich diesen Mikroprozessor mitgenommen, gell? Also das da, oder auch nur für ein Cappuccino für bestimmte Jahre, gell? Also das hängt dann davon ab, zu welcher Zeit man das eben angeschaut hat, gell? Ja, was werden wir machen? Wir wollen mit diesem Mikroprozessor mal schauen, was hier überhaupt drinnen ist, gell? Also hier haben wir ein wunderschönes Blockschaltbild gezeichnet, gell? Also das ist also das erste Ziel, mal schauen, welche Komponenten, welche Teile, welche Module dieser Mikroprozessor hier hat, gell? Und nachher wollen wir schauen, was seine Sprache ist, gell? Also es ist nicht so, dass wir dann Z80 Assembler oder Maschinensprachprogrammierer werden wollen, gell? Das Ziel ist, dass wir eben verstehen, was die Sprache eines solchen Mikroprozessors ist, gell? Und ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen, gell? Also es gibt auch Bücher, die das eigentlich mit einem hypothetischen Prozessor machen, den es nicht gibt, gell? Also das ist einfach dann ein Modell eines Prozessors, gell? Und ja, ich muss sagen, also ich habe da eigentlich ganz gerne eben diesen einfachen Z80, gell? Also ein real existierender Mikroprozessor, gell? Den's gibt, gell, wo es danach Nachfolger gibt, wo es einen Markt gibt, der was weiß ich wie viele Millionen oder Dutzende Millionen oder 100 Millionen Mal, der irgendwo mal verbaut worden ist, gell. Also das ist dann ja, ein Mikroprozessor, der real ist, gell. Wollen wir mal schauen, was ist denn drinnen, gell? Und dort starten wir bei diesem Blockschaltbild da, gell. Also auf, so, oh, ist viel zu groß. Ja, also, wir haben hier mehrere Dinge, die wir zur Verfügung haben, gell? Und so, jetzt geht's gut. Okay, also hier linksseitig haben wir das, was ich hier als Control Section bezeichnen, gell? Also wir haben gesagt, gell, laut von Neumann, dass wir eine Control Unit haben, gell? Oder ein Steuerwerk, gell? Und das ist eben diese Einheit hier links, gell? Dann haben wir davon gesprochen, dass wir eine Alu haben oder Rechenwerk, gell? Also die Alu, die gehen Sie hier zwar rot anmalen, gell? Aber sie ist relativ klein. Und ja, was man hier viel hat,
Ja, man hat einige solcher Register, gell? Und diese Register sind der minimale Speicher, mit dem wir dann eben programmieren können, gell? Ein Speicher, der es uns erlaubt, Operationen durchzuführen, aber der nicht ausreicht, ihn irgendwo als Speicher für unser Programm zu benutzen, gell? Sobald irgendwo eine Bearbeitung fertig ist, müssen die Daten normalerweise immer auf den Arbeitsspeicher, gell? Weil hier einfach zu wenig Speicher vorhanden ist, gell? Ja, schauen wir mal. Also, wenn wir an von Neumann denken, gell, dann muss ja ein Befehl, bevor er ausgeführt wird, gelesen werden, aus dem Arbeitsspeicher gelesen werden. Und wenn wir hier schauen, was haben wir hier alles zur Verfügung? Also wir haben hier eine Schnittstelle zum Bus, der außerhalb des Prozessors ist, gell, also der Systembus. Und wir sehen hier etwas, hier steht 8-Bit drauf. Gell. Und dieses 8-Bit, gell, das ist die natürliche Wortbreite unseres Z80. Gell. Also unser Z80 ist ein 8-Bit-Mikroprozessor. Gell. Also heute haben wir ja, 32-Bit-Mikroprozessoren und manche lachen über die, gell, und haben ja meistens 64-Bit-Mikroprozessoren, gell, und der da hat ein Achtel davon, gell, also der hat 8-Bit ist seine natürliche Wortbreite, gell. So, über diesen Bus, den Datenbus, gell, wird der Befehl gelesen werden, und wo wird er abgelegt? Im Instruction Register, gell? Also im Befehlsregister. Und um jetzt den Befehl zu finden, muss man auf dem Adressbus die richtige Adresse anlegen, gell? Also man muss auf dem Adressbus die Adresse ausgeben. Und wenn man hier schaut, gell? Der Adressbus ist ein reiner Ausgang, gell? Während der Datenbus, der ist Ein- und Ausgang. Also man kann über den Datenbus etwas lesen, aber man kann über den Datenbus auch etwas schreiben. Gell? Der Adressbus hingegen ist ein reiner Ausgang. Das heißt, nur der Mikroprozessor kann Adressen eben bestimmen. Gell? Nicht ein, ja, nicht jemand anders konnte eben Z80 Adressen irgendwie zum Lesen geben. Gell? Wenn wir eine Adresse lesen wollen, dann muss sie über den Datenbus kommen, gell? Und dann haben wir den Kontrollbus, gell? Also der Kontrollbus umfasst einfach alle anderen Leitungen, Verbindungen, die wir brauchen, um unser Mikrocomputersystem dann zum Schluss zum Laufen zu kriegen, gell? Okay, ja, diese drei Busse zusammen, der Datenbus, der Adressbus und eben der Kontrollbus oder Steuerbus, gell? Die machen dann unseren Bus aus, gell? Also der Bus, den auch schon der von Neumann gezeichnet hat, gell? Der also die CPU mit dem Arbeitsspeicher und mit Input-Output verbindet, gell? Und was sehen wir? Wir sehen, dass wir hier drei Bussysteme haben, gell? Okay, also wir haben also da, halten wir fest, Bus, gell? Dort haben wir einen Datenbus, einen Adressbus und einen Steuerbus. Gell? Und wenn wir das mal anschauen wollen, gell, dann gehen wir mal daher. Gell? Wie viele Anschlüsse hat denn der Z80? Gell? Und wenn wir da mal schauen, schon nirgends, da könnte man nachzählen gehen, gell? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 8. Das ist ja, das ist doch Z4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stimmt das überhaupt? Habe ich falsch gezählt? Es müssten 40 sein, gell? So. Probieren wir es nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mal 2 macht 40. Genau, 40. Und
wenn wir das jetzt da anschauen, gell, dann haben wir so, wir 8 Bit für die Daten, 16 Bit für die Erzeugung der Adressen und den Rest für den Steuerbus, gell? Also, Daten 8 Bit, Adressen 16 Bit und Steuerbus dann der Rest auf 40, gell? Das sind dann wieder 16 Bit. Und insgesamt ist der Bus besteht dann aus 40 Anschlüssen, gell? Okay, bei Adressen und bei Daten macht das mit Bit Sinn, gell? Beim Steuerbus, ja, sind das 16 Bits, gell? Aber das sind dann keine Daten, gell? Also oder verschieden, gell? Also manche stellen Daten dar, manche andere hingegen sind eben rein elektrische Verbindungen mit einer Aufgabe, die eben elektronischer oder elektrischer Natur sind, gell? Okay, ja, das müssen wir uns noch anschauen. Dann, was haben wir hier noch drinnen? Hier haben wir den Decoder, gell? Wir haben gesagt, auch ja, Mikroprozessor, gell? Die Control Uni, die muss den Befehl interpretieren, dekodieren. Die muss wissen, was hier passiert und was hier Sache ist, gell? Und hier gibt es eine Einheit, die das macht, gell? Und dann gibt es eine Einheit, die ja, die führt die Kontrolle aus, gell? Die Control Logic, gell? Das ist also jener Teil der Control Unit, gell? Die dann den gesamten Ablauf steuert, gell? Und diese Control Unit, die ist unter anderem mit unserem Systembus, mit unserem Steuerbus da verbunden und liest irgendwelche Ereignisse von draußen vom Steuerbus oder erzeugt eben entsprechende Signale, damit der Steuerbus dann den ganzen Ablauf dann eben steuert, gell? Und was ja nicht gezeichnet ist, das ist natürlich intern auch der Fall, gell? So, was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir da so ein R, das ist das Refresh-Register. Das hängt damit zusammen, dass wir den Arbeitsspeicher, das ist dynamisch RAM dann, das müssen wir da refreshen, gell? Und dann haben wir hier ein ja, Interrupt-Register, gell? Also für die Interrupt-Verwaltung dann, gell? Also für die Unterbrechung. Was haben wir hier? Hier haben wir die verschiedensten Register, gell? Und die großen Register, die sind 16-Bit-Register. Und während hier diese kleinen, gell, das sind 8-Bit-Register. Und zwei 8-Bit-Register zusammen bilden wieder ein 16-Bit-Register, gell? Und ja, und hier daneben haben wir die ALU, die Arithmetic Logical Unit, die kann Operationen ausführen, gell? Und wie führt sie sich aus? Also das, da wird also immer ein Register dann, gell, ins temporäre Register geladen, bevor die Operation durchgeführt wird. Und ein Operand ist immer der Akkumulator, gell? Und wenn man das jetzt ja, Berechnungen durchführt, gell, dann wird immer der Akkumulator mit einem anderen Register oder mit einer Konstante, gell, oder etwas, was man irgendwo herholt, dann verarbeitet und das muss vorher in dieses temporäre Register, gell. Dieses temporäre Register können wir als Programmierer nicht ansprechen, gell. Also dieses temporäre Register hier und auch dieser graue Akku hier, den braucht die Elektronik für die Arbeit. Aber diese rosaroten Register, die können wir als Programmierer auf irgendwelche Weisen dann durch Befehle benutzen, füllen, auslesen und, gell, je nachdem, welche Aufgabe sie haben, gell? Ja, und diese F hier, das sind die Flags, gell? Also das sind so kleine Fahnenträger, gell, die bestimmte Ereignisse anzeigen, gell, und die man dann als Programmierer dann auswerten kann, gell? Weil hier von Z80 haben wir in der Hardware nicht viele Dinge, die wir irgendwo ja, überprüfen können oder irgendwo verwenden können, gell? Ja, das wäre dann eigentlich die Grundlage des Blockschaltbildes unseres Blocks.
Seit 80, geil. Okay. Und ja, das wollen wir uns etwas genauer anschauen dann, gell, bevor wir dann zur Sprache kommen, gell. Und hier interessiert uns dann vor allem auch die, ja, die Belegung dieses Busses, gell. So, hier haben wir keines, gell. Und so. War es denn auf dieser Seite? Da haben wir es. Okay. Also. Hier sehen wir, wie das Schema ausschaut. Also wir haben 8 Datenleitungen. Wir haben 16 Adressleitungen. Das sind schon 24. Und wir haben dann noch die 16 verbleibenden Verbindungen, um den Steuerbus hier herzustellen. Gell? Und da sehen wir, ja, da gibt es verschiedenste für verschiedene Aufgaben. Da gibt es eben dieses mal rein zur Versorgung GND Ground, gell? Also das sind die, ist die Masselegung, gell? Also 0 Volt und der V. Das ist die Versorgungsspannung, gell? Also typischerweise dann eben 5 Volt 0 und 5 Volt. Also sind schon 2 Verbindungen durch die Stromversorgung weg. Dann CLK, das ist der Clock, gell? Und der Clock, der kommt von außen, gell? Also das ist der Taktgeber, gell? Wie bei der Musikkapelle, gell? Da gibt es auch einen Dirigenten, der den Takt vorgibt, und der Taktgeber, der kommt von außen, gell? Und der Taktgeber taktet dann unseren Mikroprozessor, aber auch die externen Bauteile, dass die alle denselben Takt haben, weil sonst funktioniert die Musik nicht gut, gell? Ja, und dort, was haben wir sonst noch hier? Hier haben wir lauter ja, Verbindungen, Pins, um eben die Hardware dann anzusteuern, gell? Und zwar haben wir hier mal, ja, dieses Bus Request und Bus Acknowledgement, gell, das wir brauchen, um also das Bussystem anzufordern, gell. Weil es kann ja sein, dass der Bus belegt ist, gell. Und wenn der Bus belegt ist und wir wünschen den Bus, dann müssen wir auf den Bus warten. Und auch der Z80 muss dann auf den Bus warten, gell. Und ja, das ist eben dann etwas, das macht man nicht softwaremäßig, sondern wenn man eben Befehle dann ausführt, gell, dann muss das die Control Unit machen, gell? Also die Control Unit ist dafür verantwortlich, dass solche Signale dann aus, ja, hier ausgegeben werden oder kontrolliert werden, gell? Also wir sehen, ja, das. Ja, der eine geht raus, der andere geht rein. Dann Reset. Reset kommt von außen, gell? Also mit einem Reset startet der Mikroprozessor, der Z80, neu, gell? Also er beginnt dann einfach bei der Adresse 0 mit der Ausführung und er beginnt neu, gell? Das da ist zumindest wichtig, wenn man das Gerät einschaltet, gell? Also wenn man es einschaltet, muss eine Elektronik dafür sorgen, dass das der Mikroprozessor ein Reset bekommt, dann startet er kontrolliert. Ja, dann Interrupt und das NMI, Non-Masquerable Interrupt. Also das sind dann ja, 2 Verbindungen, um eben auch Unterbrechungen zuzulassen. Also wenn jemand sagt, naja, lieber Z80, ich hätte da was für dich, dann löst er eine Unterbrechung aus, und dann kann man die softwaremäßig dann benutzen, gell? Dann Wait, Wait kommt von außen, wenn etwas nicht bereit ist. Halt erzeugen wir, wenn wir angehalten wurden, gell? Also wenn jetzt jemand Halt schreit, gell, dann werden wir angehalten und dann sitzen wir, bis jemand uns ja den Strom nimmt oder ein Reset wieder ausführt, gell? Ja, dann Refresh brauchen wir, um das dynamische RAM dann zu refreshen, gell? Also hat also nichts mit der Verarbeitung der Daten zu tun. So, und RDWR zeigt an, ob wir jetzt vom Bus lesen oder schreiben wollen, gell? Und IO-Request zeigt an, wenn wir Input-Output machen wollen, und M-Request zeigt an, wenn wir ein
Memory Request machen wollen, gell? Und M1 ist immer der Beginn eines Zyklus, gell? Und zwar ist das, was der Herr von Neumann-Fetsch genannt hat, gell? Also der Zyklus, der bei der Abarbeitung des Maschinenbefehls den Befehl lädt, gell? Das ist der M1-Zyklus, gell? Also ja, das heißt Zyklus, gell? In Wirklichkeit ist einfach der rechte Teil eines Maschinenbefehls, denn dieses M1, gell? Ja, und das wären alle Verbindungen eines Z18. Okay, ja, dann bis zum nächsten Video.